Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen, in meiner Sprechstunde begrüße ich Sie. Es geht heute um etwas, was häufig bei mir in der Sprechstunde von beunruhigten, von besorgten Eltern vorgestellt wird, nämlich ein Kind, bei dem die Eltern einen Hubbel, so sagen wir im Schwäbischen, oder einen Tumor, so ist der korrekte Begriff, eine Erhebung der Haut, etwas Tastbares, was sich verschieben lässt, getastet haben und entsprechend beunruhigt sind. Dieses Phänomen ist in der Regel ein tastbarer Lymphknoten. Lymphknoten sind eigentlich ganz kleine Knötchen, die sich unter der Haut befinden. Wir haben hunderte davon, wie Erwachsene, genauso wie die Kinder, die sich aber normalerweise nicht tasten lassen, weil sie so klein sind. Sie sind Millimeter groß. Diese Lymphknoten haben die Aufgaben, Verunreinigungen, Infektionen, die in der Umgebung dieses Lymphknotens in die Haut und durch die Haut gelangen, zu verarbeiten. Wenn sie das tun, wenn sie also Arbeit haben, dann werden sie oft größer. Manchmal werden sie so groß, dass sie wie Kirschen oder wie Pflaumen sogar tastbar sind, insbesondere im Bereich hier des Halses. Das werden Sie wahrscheinlich kennen, weil wenn Sie Halsweh haben oder Ihr Kind Halsweh hat und der Doktor Sie oder Ihr Kind untersucht, dann fühlt er in der Regel hier nach den Lymphknoten. Daher kennen Sie diesen Begriff auch. Und diese Lymphknoten haben am meisten zu tun, denn alles, was über den Mund, über die Mandeln, über die Polypen in unseren Körper gelangt, wird dort verarbeitet. Und wie gesagt, wenn diese Lymphknoten zu arbeiten haben, dann werden sie größer, dann kann man sie tasten. Das ist also ein Normalbefund, wenn ein Lymphknoten arbeitet und größer wird. Was aber die Eltern in der Regel nicht so wissen, und Sie gehören jetzt zu den Wissenden, ist, dass diese Lymphknoten insbesondere im Kopfbereich, im Nackenbereich, ganz besonders aber hinter den Ohren, bei den Kindern oft zu tasten sind. Und wenn die Eltern ihr Kind streicheln, dann stolpern sie quasi über diese tastbare Lymphknotenvergrößerung und sind beunruhigt. Das Typische bei diesen Lymphknoten, wenn sie vergrößert sind, ist, dass sie verschieblich sind. Man kann also unter der Haut einen Tumor, eine Gewebsvergrößerung tasten, die verschieblich ist, die gleichzeitig aber nicht wehtut und die im Normalfall auch keine anderen Veränderungen an der Haut verursacht, wie zum Beispiel eine Rötung. Also, etwas, was man tasten kann, was nicht wehtut, was verschieblich ist und was mehr oder weniger zufällig entdeckt wird, insbesondere bei einem Kleinkind, das ist in der Regel etwas ganz Harmloses. Wann muss man Sorge haben? Dann, wenn diese vergrößerten Lymphknoten über dem ganzen Körper vorkommen, wenn sie einhergehen mit einer Veränderung des Allgemeinzustandes des Kindes, sprich, wenn das Kind schlapper wird, wenn es eine Leistungsminderung zeigt, wenn es immer wieder Fieber hat, wenn Sie das Gefühl haben, mit meinem Kind stimmt was nicht und wenn Sie gleichzeitig viele von diesen Hauttumoren tasten können, dann ist das ein Zeichen für eine systemische Erkrankung, für eine Erkrankung, die weit über das hinausgeht, was ich gerade beschrieben habe. Spätestens dann müssen Sie unbedingt zu Ihrem Arzt gehen und das Kind vorstellen. Das werden Sie aber sowieso tun. Aber einzelne vergrößerte Lymphknoten, insbesondere hier im Bereich des Kopfes, haben in der Regel eine ganz harmlose Ursache und Sie brauchen sich deshalb nicht sorgen. Die Finger in der Autotüre oder im Kofferraumdeckel einklemmt. Das Kind schreit fürchterlich auf, es hat auch sehr starke Schmerzen. Und das Wichtigste, was man in einem solchen Fall tun kann, an Elternstelle, ist Warzen bei Kindern. Warzen sehe ich in meiner Sprechstunde häufig, weil sie häufig vorkommen und weil Eltern oft am Anfang nicht so genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Oft wissen sie nicht mal, dass es Warzen sind.